Herzlich willkommen zurück bei Let's Play More Time. Ich glaube, wir müssen noch einige unserer Krieger steigern. Gunther ist ja verletzt. Jetzt weiß ich nicht, kann ich den steigern, wenn der... Ah ja. Sehr gut. Rainer. Rainer kriegt Stärke. Tanis ist ebenfalls verletzt. Fritz ist verletzt. Ja, die Hälfte meiner Kriegerbande ist momentan im Lazarett. Und von daher bin ich mal gespannt, wie dann jetzt die nächste Mission verläuft. Schlechte Ziege, die Gewandtheit. Hermann von Drack, der wird jetzt dann in der nächsten Mission mal übernehmen müssen. Genau. Denn hier ist irgendwie alles K.O. Naja. You have been rewarded. Und wir haben noch. Ah! Da haben wir einiges an Lohn gekriegt vom Baron. Aber ich glaube, das war ja die. Die Nebenfraktion. Denke ich. Ja. Gut. Geforderte Menge 243. Die kriegen wir wahrscheinlich schon zusammen, oder? Wir haben ja 865. Ja. Gut, da ist mir nicht Angst. Schauen wir mal in den Laden, was wir da alles verkaufen können. Klarheitstrank. Weg damit. Eine bessere, schwere Rüstung. Ein sehr guter Langbogen. Teile einer Karte von Mordheim. 50% Wahrscheinlichkeit der Bewegungsreichweite 3 Züge lang um einen Meter zu erhöhen. Schrott, oder? Gut, Leichtrüstung, Stoffrüstung. Amulett des Glücks erhöht die Wahrscheinlichkeit von vollständiger Genesung am Ende des Kampfes. Mäßig. Glücksbringer. Beruhigend plus 10% auf Proben gegen die Nerven verlieren, Angst entsetzen. Das verkaufen wir und schon mal zurück zum Lager. Ja, der Hermann kriegt auf, der Gunther kriegt auf alle Fälle hier diese schwere Rüstung. Der Rainer hat eh schon eine blaue, ein blaues Stoffgewand. Reichwald auch. Dann kriegt die schlechte Ziege mal die bessere Stoffrüstung. Genau, und Tanis dann den verbesserten Langbogen.
Keine Ahnung. Den alten, glaube ich, behalte ich einfach. Und dann haben wir nochmal leichte Rüstung, aber die, glaube ich, die verkaufe ich. Oder ich behalte es mir jetzt einfach mal im Inventar. Vielleicht kriegen wir ja dann noch ein Modell, das wir da damit ausrüsten können. Was haben wir denn da? Söldner. Schütze, Hauptmann. Ich habe nämlich in verschiedenen Let's Plays schon mal gesehen, dass da teilweise Leute auch einen Sigma-Priester oder sowas mit dabei hatten. Aber so wie es aussieht, kann ich da keine anwerben. Das war ja... Moment. Habe ich jetzt gelesen, Ruben Sattler, Held Champion. Achso, da kann man die einfach hier durchschalten. Okay. Aha. Naja, gut. Dann lassen wir das wohl mal so. Ah ja, da muss ich den Anführer noch tauschen. Da. Tannis da, den schieben wir in die Reserve und auch den Reichhold, genau. So, zurück. Kann ich jetzt hier vielleicht einen dieser Helden anheuern, da, dieser Spezialhelden? Nein, kann man nicht. Nun gut, dann schauen wir einfach mal. Spaziergang im Nebel nicht schon wieder, Schrecken Mordheims auch nicht. Das geheime Lager. Ja, hilft wohl nicht. Das geheime Lager. Den... Gut. Den Rigutz lasse ich mal zu Hause. Dann spielen wir einfach mal mit Held. Dann dem Ersatz. Anführer Tanis Sturm und mit der Schlechterziege. A spy has reported that an enemy warband is hurrying to recover a secret cache of equipment in the area. With this information, you are able to beat them to the location and deploy patrols to watch for the enemy's arrival. So, also sekundär das gegnerische Götzenbild stehlen. Wo haben wir denn da Sigmars Töchter? Wie schön. Ich stelle mich aber da tatsächlich dann einfach kompakt bei meinem Kriegswagen auf. Ach, für einen reicht's nicht. Das ist eher schlechter. Dann stelle ich den einfach den Hermann stelle ich hier drüben auf.
Vielleicht kann ich halt da dieses Götzenbild stibitzen. Wäre ja möglich. So, Priorität hat natürlich wieder der Moorstein. Rainer nicht auch Fernkampfwaffen? Rucksackhaltungen, Zauber, passive, aktive Aktionen. Nein, hat er anscheinend nicht. Okay. Und beschränken wir uns hier einfach mal aufs Moorstein sammeln. Hier ist nicht wirklich... seht ihr das? Da oben ist ein Pferd auf einer Kutsche festgebunden, die gezogen wird von... was sind das für Skelette? Ach, das sind einfach Menschen, die irgendwelche Tierschädel aufgestülpt gekriegt haben. Okay. So was passiert einfach in Wartime. Naja. Da liegt einer. Den plündern wir mal. Ich habe übrigens jetzt eine Webcam und habe auch mal Twitch schon kurz angetestet. Würde funktionieren. Da werde ich auch mal irgendein Let's Play dann drüber laufen lassen. Aber das ist doch Zukunftsmusik. Ich glaube, da starren wir jetzt an eine Sackgasse dran, oder? Hier, also da geht's nicht weiter, eher hier oben dann, und da ist das, ist der gegnerische Kriegswagen. Ah ja, da ist die Treppe. Da geht's dann weiter. Gut. Hermann von Drag. Da sehe ich ja schon einen fetten Moorstein. Zwei sogar. Die lassen wir uns gleich mal schmecken. Und da vorne ist wieder so eine pervertierte Kutsche. Und einen positiven Effekt. Plus 5% Widerstand. Sehr fein. Gut. Beute suchen.
Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob man auch hier hinten rumkommt. Da wartet halt die Priorin schon und die schaut mich direkt an. Ich glaube, da warte ich mal ab. Hier. Da um die Ecke sieht man nichts. Naja. Die kommen schon her. A new round has started. So, der Rainer. Naja, durchsuchen wir das mal. 68 Goldkronen. Jawohl. Jawohl, ja. Aber ich... Warum kann ich da... Der hat doch da einen Köcher mit Pfeile. Der müsste doch eigentlich auch eine Fernkampfwaffe mit dabei haben, oder? Wie sieht's hier aus? Ist da nur... Da ist nix. Ah, davon hätten wir üppig Moorstein. Oh, da ist das komplette Nest. Da ist das komplette Nest. Das heißt, wir warten hier mal ab in... Oder machen wir das? Nicht in Überfallhaltung, ich beende hier einfach den Zug. Priska Aufwieg. Gut. Wie komme ich da jetzt am besten rüber? Okay. So ging's. Da würde ich aber mal in Beobachtungshaltung gehen. Mit Sturm dürfte ich da eigentlich eh noch von dran kommen, ja? Sehr fein. Da könnten wir uns sogar noch lösen. Na, da gehen wir mal
hier vor die schlechte Ziege. Wo bist du denn? Put, put, put. Ah, die saugt davon die Moorsteine ein. Ich sehe es zwar nicht, aber... Ah, da kommen sie. Die Lisette. Ist natürlich die Frage, wo wir uns da am besten hinstellen. Hier? Ach, verfehlt, komm. Tanis, das kannst du besser. Ja, genau, so. Die geht auf den Hermann los. Das gefällt mir gar nicht. Komm ich hier? Ich glaube, hier daneben komme ich hoch und kann dann... Nee, ich bleib mal hier. Unbekannter Gegner. Mhm. A new round has started. Ja gut. Dann schlagen wir mal die Wehrlose hier zu Brei. Na, gegen den Rainer siehst du kein Land. Die hat ja... In... Die ist ja in Übervollhaltung. Ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mal in Ausweichhaltung. Jetzt ergibt das auch Sinn, was die da gemacht hat.
glaube ich, ist keine große Gefahr. Aber die da hier. Betäubt. Sehr gut. So, und sehe ich die... die andere Trulla, die sehe ich da leider gar nicht. Dann schießen wir einfach nochmal drauf. So, Hermann. Ich muss da auf alle Fälle weg. Kann ich nicht. Verdammt. Ich glaube, der Hermann geht mir jetzt dann drauf. Genau, da kommt nämlich jetzt dann die von hinten und prügelt da nochmal rein. Da ist nochmal eine. A new round has started. Ja, da habe ich mich halt jetzt ein bisschen mit den Noobs gespielt. So, betäubt. Das ist gut. Lösen geht noch. Ich glaube, da muss ich ver... jetzt bin ich... Ja, okay. So. Mal Waffe wechseln. Komme ich da schon dran? Nein. Da geht auch nichts. Dann nehmen wir mal dich. Was macht sie? Ja, die klaut jetzt wahrscheinlich. So ein Kriegswagen. Zweite Down. A new round has started.
Er verliert die Nerven, das gibt's doch nicht. Ja, ich kann zumindest hier den Hauptmann noch plündern. Wo ist denn da jetzt die andere? Da unten? Nö. Naja, hilft nicht. Dann nehmen wir dich. Genau wie mit Tanis. Gut, Sturm darf zumindest noch aufstehen. Hat aber super wenige Lebenspunkte. Fliehen ist eine blöde Idee. Dann gehen wir mal zumindest in Ausweichmodus. Okay, also die Mission, glaube ich, war ein Fail. Your warband morale is critically low. Gut, schlechter Ziege hält sich noch. A new round has started. Schauen wir mal, ob es Rainer richten kann. Mich da runter, ja. Die Tibilda nehmen wir noch mit. So, 3-2. Genau, Schlag auf den Rhein. Der verträgt. Oh. A new round has started. So. Jetzt gilt's. Oh.
Also die, wenn ich noch kriegen würde, dann glaube ich, müssen die Schwestern einen Rückzugstest machen, oder? Das bringt nichts. Ja, ich habe da eigentlich noch genügend Lebenspunkte. Rein damit. A warrior needs a bit of luck and a lot of skill to win a battle. But most of all, he needs strategy. You have managed to find the winning mixture. Now just be careful not to lose it. Das war mal knapp, oder? Gut, Rainer, leichte Verletzung. Fantastic. Dann ist vollständig genesen. Das ist auch recht. Sturm, ebenfalls. Schlechter Ziege kriegt einen Punkt bei Mentalwerten und Hermann von Drag dem Tode nahe, aber er kriegt einen Erfahrungspunkt. Ja gut, aber jetzt glaube ich, brauche ich den eigentlich nicht mehr groß. Ja, ein Haufen Gold haben wir gekriegt und zumindest einen Klumpen und drei Fragmente. Da zahlen wir die Bande mal aus. Und steigern mal kurz durch. Ja, Hermann, auf alle Fälle Aufmerksamkeit. Rigutz war ja nicht dabei, Gunther ist noch verletzt. Rainer, ebenfalls verletzt, kriegt aber Genauigkeit dazu. Tanis, BF. Ja. Der Sturm, mehr Gewandtheit, schlechte Ziege, Aufmerksamkeit. Und dann war es das eigentlich eh schon. Dann gehen wir mal ab in den nächsten Tag. 3 days left. Use them well. Market stock has been replenished. Gut. Alles erholt. Markt hat eine neue Lieferung erhalten. Sehr schön. Dann tauschen wir da mal wieder durch mit dem Anführer. Genau. Rainer. Hier in die Reserve. Dann der Reichhold. Kommt hier hin. Rigutz nehmen wir wieder mit rein. Genau. Was gibt's denn im Laden? Kaufen. Einen guten Langbogen, Schild und so weiter. Aha. Formel der Jäger. Okay, ich glaube, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal etwas Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann!